Berlin 1827. In der Atmosphäre eines solchen historischen Laboratoriums schlug die Geburtsstunde für die erste organische Synthese. Es war das Laboratorium des damals 27 Jahre alten Chemikers Friedrich Wöhler. Er verkochte, wie hier nachgestellt, eine wässrige Mischung aus Ammoniumchlorid und Bleicyanat, zwei salzartigen chemischen Verbindungen. Hier ist die Reaktion schon abgelaufen, bei der nebenher schwer lösliches Bleichlorid entsteht. Es setzt sich am Boden ab und lässt sich abfiltrieren. Und was in der Lösung verblieb, Ammoniumcyanat, hat sich beim längeren Kochen in einen neuen Stoff umgewandelt. Dieser verrät sich bei Zugabe von konzentrierter Salpetersäure. Und zwar in Form eines weißen Niederschlags. Exakt das gleiche, wie es auch aus menschlichem oder tierischem Harnstoff zusammen mit Salpetersäure entsteht. Auch sonst ist dieser neue Kunstharnstoff in nichts vom Naturharnstoff zu unterscheiden. Diese Probe von im Laboratorium künstlich erzeugtem Harnstoff, so unscheinbar, wie sie uns von Wöhler her überliefert ist, widerlegte erstmals handgreiflich eine damals weit verbreitete Gelehrtenmeinung, dass es nämlich unmöglich sei, einen Stoff aus der belebten Natur mit Mitteln aus der mineralischen Stoffwelt nachzubauen. Und so sieht nun diese historische Wöhlersche Harnstoffsynthese in der nüchternen Formelschreibweise des Chemikers von heute aus. Ammoniumionen NH4+ und Isocyanationen NCO-, beide aus der Dissoziation des Salzes Ammoniumcyanat stammend, stehen in wässriger Lösung im Gleichgewicht mit geringen Mengen NH3, Ammoniak, und Isocyansäure HNCO. An deren NC-Doppelbindung, das ist also diese Bindung hier, können sich nun Ammoniakmoleküle NH3 addieren und so entsteht Harnstoff NH2CONH2. Nun ist Harnstoff beileibe nicht nur aus historischer Sicht bedeutungsvoll, vielmehr zählt er zu den meistverwendeten organischen Grundchemikalien. Heute wird Harnstoff in solchen Großanlagen technisch produziert. Aber nicht nur äußerlich hat sich das Bild aus Wöhlerscher Zeit geändert. Denn als Ausgangsmaterialien dienen heutzutage Kohlendioxid aus der Luft und Ammoniak aus der Hochdrucksynthese nach Haber und Bosch. Die beiden gasförmigen Partner verbinden sich in diesem gewaltigen Reaktor bei einem Druck von bis zu 40 Bar und bei einer Temperatur bis zu 150 Grad Celsius zunächst zu Ammoniumcarbamat. Aus dieser Verbindung wird dann durch einen genau dosierten Überschuss von Ammoniak die Bildung von Harnstoff regelrecht erzwungen. Großtechnisch gewonnener Harnstoff findet sehr unterschiedliche Anwendung. Als Reaktionspartner für weitere organische Synthesen, ebenso aber auch als chemisches Endprodukt. So ist Harnstoff ein hervorragender Stickstoffdünger in der Landwirtschaft. Dort hilft er auf saubere, geruchlose Weise im Boden das zu vollbringen, wofür schon seit uralten Zeiten die Bauern Jauche auf den Feldern ausleerten. Denn im Boden wird Harnstoff durch Wasser und unter Mithilfe bestimmter Bodenbakterien in Kohlendioxid und Ammoniak gespalten, jener für Pflanzen lebenswichtigen Stickstoffverbindung. Doch zurück zur Grundidee, Kohlenstoffverbindungen, klassisch gesprochen also Verbindungen der organischen Chemie, synthetisch aus kleineren Bausteinen aufzubauen. Das ist heute ein nahezu unübersehbar weites Feld, in der chemischen Industrie, vielmehr aber noch im Forschungslaboratorium. Die Anwendungsbreite solcher Syntheseprodukte ist geradezu allumfassend. Wir wollen hier einmal einen schmalen Bereich daraus in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen rücken, Produkte der modernen Chemie für die Landwirtschaft.
Ihr Bild wird in den höher entwickelten Ländern von Monokulturen riesigen Ausmaßes geprägt, denn nur sie bringen bei niedrigem Einsatz von immer teurer werdender menschlicher Arbeitskraft, aber auch von Energie, so ausreichende Erträge hervor, wie sie einfach zwingend notwendig sind, um mit begrenzten Anbauflächen immer mehr Menschen satt zu machen. Eine Rolle spielen dabei die maschinellen Hilfsmittel. Eine andere, häufig kritisierte, gelegentlich geradezu verteufelte, das Heer aus chemischen Helfern im Kampf gegen Schädlinge, Pflanzenkrankheiten, Unkräuter und die Folgen ungünstiger Witterungseinflüsse. Dafür ist seit einigen Jahrzehnten die organische Synthesechemie angetreten, und zwar dank vielberechtigter Kritik mit zunehmend positiven Resultaten, nämlich der Synthese von immer selektiveren Wirkstoffen, die gleichzeitig frei von bedenklichen Nebenwirkungen sind. Chemische Forschung beginnt immer noch im Labor. Hier wird im Kleinen die Synthese eines Insektizids erprobt, eines Mittels, mit dem gezielt bestimmte Schadinsekten bekämpft werden sollen. Im Kurven vorgelegt ist der eine Ausgangsstoff für die Synthese. Cyclopentadien und als Hilfsreagenz die Base Triethylamin. Cyclopentadien ist ein reaktiver, zweifach ungesättigter Ringkohlenwasserstoff, ein Produkt der Erdölchemie. In die Mischung tropft die zweite Komponente der Reaktion, Dichloacetylchlorid, ebenfalls ein typisches reaktionsfähiges organisches Zwischenprodukt. Triethylamin reagiert zunächst mit dem Dichloacetylchlorid zu Dichloketen, das sich kaum gebildet, mit dem Cyclopentadien der Mischung weiter umsetzt. Isoliert wird daraus eine Verbindung, deren Moleküle einen Fünfring mit einem neu daran geknüpften Vierring enthalten. In einer ganz ähnlichen Apparatur erfolgt dann der zweite Syntheseschritt. Bei ihm wird das Cycloadukt mit Trimethylphosphit umgesetzt. Letztlich führt er unter Abspaltung von Methylchlorid zu einem Phosphorsäureester. Als besonderes Kennzeichen enthält er neben zwei gewöhnlichen Methylgruppen als dritte Estergruppe das zuvor aufgebaute bizyklische Molekülgerüst. Das Syntheseprodukt hat sich als hochwirksames Mittel gegen Blattläuse erwiesen, jene jährlich wiederkehrende Plage im Acker- und Gemüsebau. Diese kleinen Lebewesen ernähren sich vom Saft der Pflanzen, den sie mit ihren scharfen Werkzeugen an Blättern und dünnen Stängeln aufsaugen. Finden sie auf großen Monokulturen überreichlich Nahrung, so vermögen ihre natürlichen Feinde, wie etwa Marienkäfer oder Stupfwespen, ein Überhandnehmen der Schädlinge nicht mehr zu verhindern. Soll von der Ernte für den Menschen noch etwas übrig bleiben, so hilft nur noch die Chemie, und zwar dank ihrer Methoden, sogar rasch und gezielt. An Modellversuchen soll hier die Wirksamkeit der neu synthetisierten Verbindung, ihre internationale chemische Kurzbezeichnung Heptanophos, an Pflanzen demonstriert werden, die man von Blattläusen befallen ließ. Dazu wurde das Endprodukt der Synthese zunächst in ein wässriges Emulsionskonzentrat überführt. Winzige Proben davon, weiter auf Gebrauchsstärke verdünnt, werden nun mit einer Injektionsspritze auf Bandagen dosiert, die um die Stängel der versuchten Pflanzen gewunden sind. Von nun an sorgen die Schadinsekten mit dem Pflanzensaft den Wirkstoff auf. Das Heptanophos beginnt seine tödliche Wirkung zu entfalten. Versuchsdauer und Erfolgsrate geben Aufschluss über die Wirksamkeit des neuen Präparats. Was da eben wie Zauberei aussah, war von uns keineswegs im Film gestellt. Vielmehr war es ein korrektes Abbild der Wirklichkeit. Dahinter steht ein ganz logisch zu erklärendes allgemeines Wirkprinzip. Zwar nehmen Pflanzen vornehmlich über ihre Wurzeln im Transportmedium wassergelöste Stoffe aus dem Boden auf,
Doch ist dies nicht der einzige Weg, auf dem Wirkstoffe regelrecht in die Pflanze einschleusen lassen. Vielmehr kann man in das Gefäßsystem auch über die Blätter oder den Stängel Einlass finden. Auch so lässt sich ein Wirkstoff über die ganze Pflanze, also sozusagen bis in ihren letzten Winkel hinein, verteilen. Das Wirkprinzip, das mit auf dem Transportsystem des Organismus beruht, heißt allgemein systemisch. Und im Einzelfall spricht man von wurzelsystemischer, blattsystemischer oder eben wie hier stängelsystemischer Wirkung. Die Vorteile systemisch wirkender Stoffe liegen auf der Hand. Auch bei niedriger Dosierung, also sehr sparsamem Versprühen, werden dennoch alle auf den Pflanzen schmorzenden Schädlinge erreicht. Ein bedeutender Vorteil kommt in diesem Fall noch hinzu, weil das Heptenophos nur im Gefäßsystem der Pflanze kreist, werden lediglich die saugenden Schadinsekten erreicht, während Nutzinsekten, also auch die natürlichen Feinde der Blattlaus, verschont bleiben. Anders bei einem Kontaktgift. Es kann, wie schon der Name sagt, seine Wirkung nur entfalten, wenn es den Schädling direkt berührt. Das verlangt den Einsatz großer Mengen der toxischen Verbindungen mit den bekannten, damit einhergehenden Nebenwirkungen. Womit wir bei der grundsätzlichen und oft gestellten Frage angelangt sind, ist nicht ein derartiger chemischer Kampf gegen Insekten höchst bedenklich für Mensch und Tier, die sich beide doch von Pflanzen und Früchten ernähren? Diese Frage zu beantworten, das heißt noch im Stadium der Entwicklung, die Unbedenklichkeit eines von der Forschung entdeckten neuen Wirkstoffes mit wissenschaftlichen Methoden hieb- und stichfest nachzuweisen, nötigt heutzutage der Industrie weit höhere Aufwendungen ab, als die eigentliche chemische Synthese sie erforderte. So ist in unserem Beispiel der Entwicklung des Heptenophos in immer neuen Reihen- und Langzeitversuchen sichergestellt worden, dass was von der Verbindung im Boden, aber auch in der Pflanze verbleibt, sehr rasch zu ungiftigen Stoffen abgebaut wird, wie Phosphat, Alkoholen, Carbonsäuren. Und mit den Mitteln der modernen Rückstandsanalytik, etwa wie hier der hochempfindlichen Kombination von Gaschromatograph und Massenspektrometer, lässt sich nachweisen, dass bereits 1 bis 2 Tage nach seiner Anwendung der Wirkstoff nicht einmal in Spuren mehr in der Pflanze enthalten ist. Hierin unterscheidet sich Heptenophos vorteilhaft von den früher verfügbaren Blattlausmitteln, die zum Teil erst 2 Wochen nach dem Aufsprühen auf die Pflanze bis zu unbedenklichen Rückstandsmengen abgebaut waren. Auf ihrer ständigen Suche nach immer besseren Wirkstoffen und Methoden für die Schädlingsbekämpfung gehen Chemiker im Verein mit Biochemikern und Biologen heute neue Wege. Mehr und mehr versuchen sie dabei, der Natur ihre eigenen Regulationsmechanismen abzulauschen, um sie entweder nachzuahmen oder anderweit zu nutzen. Und immer wieder ist es dann die Kunst der organischen Synthese, einen als wirksam erkannten Naturstoff in großen Mengen und preisgünstig verfügbar zu machen. Kurios genug können gelegentlich Schädlinge selbst dabei die besten Lehrmeister sein. Eine Blattschneiderameise, einer der am meisten gefürchteten Schädlinge in ganz Südamerika. Bis in die höchsten Wipfel entlauben sie Bäume, riesige Wälder fallen ihnen zum Opfer. Mit ihren Schneidwerkzeugen zerteilen sie Blätter, Stiele und Früchte in transportable Stücke und tragen sie ohne Umwege in ihre unterirdischen Höhlen. Die Informationen dafür empfangen sie in Form chemischer Signale, denn den Weg in die Höhle haben 8 Genossen zuvor durch eine Duftspur markiert. Von dieser Spur weicht keine Trägerin ab, auch dann nicht, wenn Hindernisse im Wege sind, die schier unüberwindlich erscheinen. All diese Mühe dient einem einzigen Ziel, den Staat am Leben zu erhalten. Dazu vollbringen Blattschneiderameisen in ihren Höhlen wahrhafte Wunderwerke.
Die angebrachten Blattstückchen werden zunächst von Arbeiterinnen, die ihrerseits aber wahre Spezialisten sind, noch weiter zerlegt. Was die Tiere produzieren, ist gleichzeitig Baugerüst und Nährboden für umfangreiche Pilzkulturen. Diese sind die einzige Nahrungsquelle der Ameisen. Und so sorgt ein Heer von Pflegerinnen ständig dafür, dass der Pilz gerade richtig wächst und gedeiht. Weder darf er von anderen Pilzen überwuchert werden, noch darf er selbst hemmungslos wachsen, denn dann wird das, was einmal Nahrung spenden sollte, zu einer tödlichen Falle, aus der es keinen drinnen gibt. Für ihre Pilzpflege bedienen sich nun die Ameisen rein chemischer Hilfsmittel. Und zwar sondern sie, um zunächst das Wachstum des Pilzes anzuregen, mit ihrem Drüsensekret einen Wirkstoff ab, Heteroxin, oder chemisch korrekt 3-Indolyl-Essigsäure genannt. Was die Ameisen hier zu Wege bringen, ist für den Chemiker durchaus kein Neuland mehr. Nur erreicht er das Ziel im Labor immer mit seinen Mitteln, etwa einer Synthese wie dieser, die mit Indol begann. Es ist das Grundgerüst des Wirkstoffes. Dann wird an der richtigen Stelle ein geeigneter Substituent eingefügt und dessen reaktionsfähige Gruppe wird in einem letzten Schritt noch in die Funktion der natürlichen Verbindung umgeformt. Das Ergebnis ist auch 3-Indolyl-Essigsäure. Aus dem Syntheseansatz rein abgetrennt, unterscheidet sich diese Substanz in nichts vom Wuchsstoff der Blattschneiderameise. Die wachstumsfördernde Wirkung von 3-Indolyl-Essigsäure lässt sich in einem einfachen Test zum Beispiel an sogenannten Kalisien zeigen. Dazu wird auf den einseitig enthäuteten Stängel eine Paste mit der Wuchsstoffsäure aufgelegt. Diese Bilder, 1:5000 zartgerafft aufgenommen, lassen erkennen, wie verglichen mit der linken unbehandelten Pflanze, die mit Wuchsstoff behandelte rechte zu einem ungewöhnlich einseitigen Wachstum angeregt ist. In der Praxis, etwa in der Baumaufzucht angewendet, lässt sich mit solchen Wuchsstoffen erreichen, dass sich bei Stecklingen die Ausfallquote infolge Nichtanwachsens drastisch verringert. Doch zurück zu den Blattschneiderameisen. Um ihre Pilzkulturen chemisch in Ordnung zu halten, benutzen sie nicht nur einen Wuchsstoff. Wie sich in diesen Schalen erkennen lässt, gedeiht nur dort, wo sich Ameisen aufhalten, der reine Nutzpilz, und zwar in bestimmtem Maße. Auf den anderen Kulturen kommt es dagegen zu einem ungehemmten Wachstum aller möglichen Pilze. Um solches zu verhindern, sondern die Ameisen in ihrem Sekret 2 weitere Wirkstoffe ab. Zum einen Phenylessigsäure, um das Bakterienwachstum zu unterdrücken, und zweitens Myrmikazin, chemisch 3-Hydroxydekansäure. Diese Verbindung verhindert das Wachstum unerwünschter Pilze. Um für die sich explosionsartig vermehrende Weltbevölkerung die Ernährung zu sichern, muss der Mensch lernen, seine Monokulturen zu pflegen. Warum sollte er dafür nicht jene chemische Taktik übernehmen, wie sie ihm in der Natur im Ameisenstaat vorexerziert wird? Nun, hier geschieht das bereits. Diese Rübenkulturen wurden chemisch unkrautfrei gehalten. Und das Wachstum dieser Getreidepflanzen wird chemisch so reguliert, dass ihre Halme kurz und standfest bleiben und nicht bei Wind und Wetter umknicken. So unglaublich das klingen mag, beides lässt sich durch Wachstumsregulatoren bewirken. In dem einen Fall ist es die Verbindung 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure. Um sie zu synthetisieren, greift der Chemiker in den Bausteinkasten großtechnischer Zwischenprodukte, in diesem Fall zu Phenol und Essigsäure. Bei Umsetzung mit Chlor entstehen daraus 2,4-Dichlorphenol sowie Chloressigsäure. Und in Gegenwart von Natronlauge in alkalischer Lösung also bilden sich daraus wieder die Anionen, die letztlich zu 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure zusammentreten. Einem chemischen Wuchsstoff mit einer Besonderheit.
erregt spezifisch lästiges und schädliches Unkraut zum Wachstum an, und zwar zu einem so unmäßigen, dass sich die Pflanzen, wie etwa hier Disteln in einem Kornfeld, regelrecht zu Tode wachsen, was hier zeitgerafft zu sehen ist. Und dann gibt es noch dies, Verbindungen wie das Myrmikazin, mit dem die Blattschneiderameisen das Wachstum ihres Nutzpilzes im Zaum halten. Solche Wachstumsregulatoren finden heute auch breite Anwendung in der Pflanzenaufzucht. Sie beschränken vor allem das Längenwachstum, hier bei Weihnachtssternen, mit dem Erfolg, dass die Zierpflanzen nicht unnötig in die Höhe schießen. Was bei Zierpflanzen mehr eine Schönheitskorrektur, hilft bei Weizen, die Ernteerträge fühlbar zu steigern. Denn kürzere Halme sind stämmiger und somit widerstandsfähig gegen wahrhaft umwerfend schlechtes Wetter. Erreicht wird dieser Effekt mit einem Mittel, das international kurz Chlormequat heißt. Auch eine einfache organische Verbindung, die sich recht leicht aus zwei preiswerten Zwischenprodukten der organischen Großchemie synthetisch gewinnen lässt. Schon diese Beispiele konnten belegen, wie wenig der chemische Pflanzenschutz heute noch das tut, was ihm seine Kritiker unverdrossen und immer wieder aufs Neue ankreiden, mit hochtoxischen Verbindungen gedankenlos drauf loszuspritzen. Ein weiteres Zeugnis, wie auch erst einmal die Kenntnis wachsen musste, liefern die folgenden Bilder. Sie berichten über ein Konzept, das erst realisierbar wurde, als sich die Chemiker im Liebesleben der Insekten genauer auskannten. Diese eigentümlichen Behälter gehören zu einem Freilandversuch für die biologisch-chemische Schädlingsbekämpfung. Der Feind, dem hier die Bemühungen gelten, ist eine Schmetterlingsart, der sogenannte Apfelwickler. Den Namen erhielt er nach dem bevorzugten Futter seiner Raupen. Äußerlich ein fast appetitlich anzusehender Apfel, doch so sieht es dank der Raupen innen aus. Die Jagd auf den Schädling bedient sich eines Tricks. In den Kisten ist auf einer Unterlage eine chemische Verbindung ausgebreitet, die die männlichen Apfelwickler anlockt. Die Substanz ist nämlich identisch mit jener, wie sie Apfelwicklerweibchen als Sexuallockstoff in ihrer Hinterleibsdrüse produzieren. Sexuallockstoffe gibt es auch bei anderen Schmetterlingsarten, etwa solchen Seidenspinnern. An ihnen hat übrigens der deutsche Chemiker Adolf Butenandt das Wirkprinzip solcher sogenannten Pheromone entdeckt. Hier sein schon klassisch zu nennendes Experiment. Der Druck auf den Hinterleib eines Weibchens lässt den Sexuallockstoff nach außen treten. Eine Spur davon wird vor einem Ventilator auf einer Tischdecke praktiziert. Kaum, dass das Männchen Wind davon bekommt, macht es sich auf den Weg zum vermeintlichen Weibchen. Denn unvorstellbar winzig sind die Spuren, die das Männchen noch wahrnimmt. Dies erklärt, warum man 75.000 Schmetterlingsweibchen brauchte, um erstmals den reinen Lockstoff zu isolieren, der hier einen Möchtegern-Liebhaber irritiert. Vom klassischen Experiment zu einem modernen Flugtunnel. Darin lassen sich natürliche und synthetische Verbindungen auf ihre Wirksamkeit als Sexuallockstoffe testen. Am einen Ende das mit dem synthetischen Wirkstoff imprägnierte Ziel, am anderen die für den Test ausgewählten Tiere, bei diesem Experiment die Männchen von Schwammspinnern. Und schon machen sie sich auf den Weg dem Luftstrom entgegen, der ihnen ein Produkt aus Menschenhand zuträgt. Sie fühlen sich von ihm genauso angezogen wie vom Drüsensekret einer geliebten Artgenossin. Eine verblüffende Idee für die Schädlingsbekämpfung. Man nehme diese organische Verbindung von relativ einfachem Bau. Eine 18-gliedrige Alkankette mit einer Methylverzweigung darin und einer sogenannten Epoxygruppe. Diese Verbindung wird kurz Disperlur genannt. Sie entspricht dem natürlichen Lockstoff des Schwammspinners, einer Plage Nordamerika und übrigens auch des in Süddeutschland einfallenden Nonnenfalters. Chemische Synthesen. Immer wieder gibt die Natur Vorbilder ab für neue chemische Entwicklungen. Ein Beispiel ist diese Blume, eine bestimmte Chrysanthemenart. Dass ihre Blüten insektentötende Wirkung haben, ist schon seit dem letzten Jahrhundert bekannt
Und so wurden die Pflanzen zum Beispiel in Ostafrika in großen Kulturen gezüchtet, um die Blüten zu gewinnen, zu trocknen und zu mahlen. Dass dieses sogenannte Pyrethrumpulver oder ein Extrakt daraus dennoch lange Zeit nicht als ein gängiges Insektizid breit angewendet wurde, hatte eine Reihe von Gründen. Erstens ist der Wirkstoff nur in geringen Anteilen in den Blüten enthalten. Zweitens gedeiht die Pflanze nur in beschränkt vorhandenen Hochlandregionen. Drittens sind Ernte und Aufbereitung kostenträchtig. Und schließlich neigt der Wirkstoff vom natürlichen Pyrethrum im Freien ausgebracht dazu, sich zu verflüchtigen oder im Sonnenlicht zu oxidieren. Eine Wende brachte erst die Möglichkeit, die übrigens recht kompliziert gebauten Verbindungen dieser Wirkstoffklasse auch im industriellen Maßstab herzustellen. Und so kommt es, dass der Inhalt dieser Sprühdosen neben immer noch natürlichem Pyrethrumextrakt andere synthetisch hergestellte sogenannte Pyrethroide enthält. Dieser Begriff lenkt unseren Blick noch auf einen interessanten Aspekt der modernen Wirkstoffforschung und Wirkstoffsynthese. Immer dann nämlich, wenn es der Chemie gelungen ist, einen natürlichen Stoff exakt nachzubauen, beginnt sie auch, Verbindungen mit abgewandelten Molekülen zu erproben. Freilich ist das fast immer eine Arbeit vieler Jahre, bis durch immer neue Variationen schließlich das natürliche Vorbild übertroffen wird. Entweder was die Wirksamkeit oder was den Preis betrifft. Ideal ist natürlich immer beides. Und das kann der Lohn aller solchen Mühe sein. Ein Insektizid, chemisch kaum anders gebaut als einer der Wirkstoffe im natürlichen Pyrethrum, aber viel hundertfach wirksamer und so preiswert zu produzieren, dass wir uns das Ganze für ein paar Mark in der nächsten Drogerie kaufen können. Kaum mehr als 150 Jahre trennen uns von der Harnstoffsynthese durch Friedrich Wöhler. Doch auf mehr als 5 Millionen wuchs inzwischen die Zahl organischer Verbindungen, die von den Chemikergenerationen seither synthetisiert wurden. Die Informationen darüber füllen Bände. 230 sind es allein beim berühmten Beilstein, dem Handbuch der organischen Chemie, in dem nach einem ausgeklügelten System geordnet jede organische Verbindung beschrieben ist, wohlverstanden nur in Stichworten mit abgekürzten Hinweisen, wer wo über sie mehr gearbeitet hat. Und da finden wir auch die Stelle, wo wir über Chrysanthemumsäure nachlesen können, eine Teilstruktur des natürlichen Pyrethringerüsts. Schon der Anblick dieser Bände macht klar, dass die zurückliegende halbe Stunde das weite Feld der organischen Synthese allenfalls schlaglichtartig beleuchten konnte. In der folgenden Sendung wollen wir die Kunstfertigkeit der Natur chemisch zu synthetisieren ebenso wieder beispielhaft aufzeigen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.